Hallo Leute und willkommen zurück zu XCOM 2. So, also von hier aus kommt immer weiter Verstärkung. Eine Verstärkungseinheit ist noch da. Und ja, hier haben wir noch einen Gegner und wir müssen diesen Disruptor zerstören. So, jetzt haben wir hier unseren Scharfschützen. Der ist noch in Verborgenheit. Also die ursprüngliche Idee von mir war, ihn hier irgendwie drauf zu schicken. Aber ja, wir können halt mit ihm halt jetzt auch angreifen, nur wäre er dann nicht mehr verborgen. Und ich denke, das machen wir auch. Wir können hier sogar das Relay angreifen. Oder halt den Disruptor. Da steht nichts von einer Wahrscheinlichkeit. Also dann würden wir wahrscheinlich... da steht nichts von einer Wahrscheinlichkeit. Also würden wir den wahrscheinlich zu 100% treffen. Aber wir schauen erstmal, dass wir... Genau, der ist angeschlagen. Er soll geheilt werden. Und da haben wir... Ah, hier unsere zwei Spezialisten für. Kann er sich selbst heilen? Ja. Also, dass es mit einem normalen Medikit geht, war klar. Aber hier auch die Gremlin-Heilung. Gut. Einmal Gremlin-Heilung. Heilbot unterwegs. So. Ist ja doch wieder recht stabil. 60%, 90%, 59%. Ah, zu 60% ist er dann down. Einmal versuchen. Okay. Immerhin zwei Schaden gemacht. Steht noch. Die Munition wird knapp. Ja, und hier ist halt die Möglichkeit, Nahkampf hinzurennen. Wäre halt mega fies, wenn sich da jetzt immer noch Gegner verbergen würden. Erstmal da hinten. Wir haben da noch einen Scharfschützen. 59%. Okay. Gut. Feind vernichtet. Haben wir noch die Spark-Einheit, die könnte noch etwas nach vorne rücken, um dann dort eine höhere Trefferchance zu haben, aber der hat doch beim letzten Mal getroffen. Ja, also hier einfach Feuerschutz. Modus aktiv. Dann 60% und Nahkampf. Ja, die Einheit ist halt im Nahkampf nicht so stark. Gehen da mal normal hin. Ich rücke aus. Okay, keine Gegner aufgetaucht und jetzt Schwerthieb. 100% Trefferchance. Also. Ziel ausgeschaltet. Und doch eine Beförderung verdient, okay. Sehr gut.
können wir hier noch einen Schritt weiter nach vorne gehen. Sagen Feuerschutz. Nach oben könnten wir keinen Feuerschutz mehr geben. Wir laden einmal nach. Und sagen dann Feuerschutz. Bestätigt. Überwachung läuft. So. Der Rennen kämen wir da hin. Aber da wäre wieder das Problem, sind da hinten vielleicht noch Gegner? Dann einfach einmal so drauf schießen. Ja, immerhin schon mal 5 Schaden gemacht. Da haben wir noch einen Grenadier und der geht dahin. Schutz. Mir entgeht nichts. Ja, und hier werden wir von der Distanz aus aufschießen. Mal schauen, ob wir wirklich zu 100% treffen. Okay. Also das ist wohl so groß, da können die gar nicht daneben schießen. Wurde gesehen. Nächster Verstärkungstrupp. Alles kein Problem. Habe Blickkontakt zu einer Admin-Stellung. Ja, 2 Schaden gemacht wegen des Schafts. Und das war's. Daneben. Wir sind die Besten. Commander, ich schicke Verstärkung aus den Avenger-Reserven rein. Es kommen noch mehr von denen. Oh, auf der anderen Flanke diesmal. Commander, die Lage hat sich verschlimmert. Der Widerstand meldet feindliche Transporte in der gesamten Region. Sie machen sich für einen umfassenden Angriff bereit. Ja, wir können ja nochmal mit unserem Valentine draufschießen, dann war's das. So. Ziel zerstört. Ausgezeichnet, Menes 1-5. Chen, wie ist der Status? Was immer es war, das Störfeld scheint verschwunden zu sein. Antriebssteuerungssysteme gehen wieder online. Start sollte in 60 Sekunden möglich sein. Commander, Start auf Ihren Befehl möglich. Wir sollten den Trupp an Bord holen und dann verschwinden. Okay. Das machen wir ja. Avenger starten. Die Aktivierung dieser Fähigkeit lässt alle Soldaten zurück, die sich nicht in der Evakuierungszone befinden. Ja. Okay. Ah, und da kommen dann die nächsten. Einmal nachladen. Holen wir sie uns. So, 70%. Ah, wir können natürlich jetzt auch mit denen rennen. Weit vorne sind. Jawohl.
Dann noch mit dem Nahkämpfer. Jawohl! So, die anderen. Können einmal sagen, Übersteuerung. Einmal angreifen. Dann hat er noch, zwei. Einmal nachladen. Und zwei heißt, wenn wir mit einem Soldaten schießen, der den Schaft hat, der auf jeden Fall Schaden macht. Ah, dann haben wir den auf jeden Fall. Ah, der kann. Der sieht ja nicht. Der hat keine Sichtlinie. Aber hier haben wir auch den Schaft. Das heißt, wir können. Aber wir können uns aber nirgendwo hin zurückziehen, wo wir den Gegner noch nicht mehr sehen. So. Okay, das ist egal. Wir erreichen die Avenger jetzt sowieso schon. Also einfach schießen. So muss das sein. So, da haben wir noch eine Aktion, mit der können wir Feuerschutz aktivieren. So. Ja. Oh, der käme noch nicht zu Avenger, okay. Ah, unser Nahkämpfer aber wahrscheinlich innerhalb eines Zugs auch noch nicht. Und Feuerschutz. Nachladen. Dann mal los! Ich glaube, mit Pistolenfeuerschutz wird er dann auch nichts erreichen. Ah, gehen wir hier. Volle Deckung. Und der geht einmal dahin und gibt Feuerschutz. Na los, zeigt euch! Und der ist zwar schon in Sicherheit. Verstanden, aber raus. Okay, da ist er auch schon in der Evakuierungszone. Schon unterwegs. Scanne Gebiet. Ja, mal schauen, was da diesmal kommt. Drei Trupps. Also ein Trupp mit drei Einheiten. Wir sind Advent-Truppen. Sie kommen mit Verstärkung. Menace 1-5, Vorsicht, wir haben feindliche Verstärkungen auf dem Weg zu ihrer Position geortet. Okay, also wenn der das in einem Zug schafft. Und der auch. Ja, ich glaube, dann haben wir's. Alles klar. Klingt machbar. Achso, das war noch nicht mal gerannt. Langstreckenbewegung. Bin schon dabei. Easy. Bin auf dem Weg. Verstanden.
Befehl bestätigt. So, und der letzte. Okay. So, jetzt nochmal schauen. Nicht, dass wir hier irgendjemanden vergessen. Ach, Shadow oben auch. Okay. Dann Avenger starten. Jawohl. Ausgezeichnet, Commander. Die Avenger wird es wohl noch eine Weile länger geben. Sehr gut. Jetzt habe ich aber auf dicke Beute. Und wäre natürlich auch gut, wenn der Bedrohungslevel zurückgehen würde. Ja. Ah? So. Einer neu schwer verwundet. Der, die Zwergeinheit, die war eh schon schwer verwundet. Und zwei Beförderungen können vergeben werden. Der Nahkämpfer, der ist jetzt schon Major. Sichere Deckung. Wenn du in dieser Runde nicht angegriffen hast, gehst du automatisch in Deckung. Okay, ist das dann volle Deckung oder halbe? Ah gut, wird man sehen. Oder unantastbar. Wenn du in deiner Runde einen Kill erzielst, befehlt dich der nächste gegen dich gerichtete Angriff in der Feindrunde. Au. Das ist stark. Und hier noch unsere Spark-Einheit. Einschüchtern. Wenn du unter feindlichem Beschuss gerät, besteht beim Feind die Chance, dass er in Panik gerät. Wenn er selber unter Beschuss gerät. Okay. Oder Abrissbier, ne? Wenn Übersteuerung aktiv ist, kannst du beim Bewegen durch Wände und Deckungen hindurch brechen. Ja. Einschüchtern. Ja, ich denke, beides kann sehr nützlich sein. Einschüchtern ist vielleicht die etwas lustigere Variante. Na gut, nehmen wir das. Und weiter. Beute. Zwei Illyriumkerne und einen Alien-Datenspeicher, sonst nichts. Da wir vor kurzem einen Alien-Datenspeicher mit wertvollen Feindinformationen gefunden haben, kann ich die Ressourcen meines Teams zum Entschlüsseln der Dateien verwenden, um sicherzustellen, dass wir an die Informationen herankommen. Okay, und das war's. habe ich jetzt auf mehr gehofft. Aber... ja gut, wir haben's überlebt. Immerhin. So. Was wird hier in der nächsten Zeit passieren? Nachdem sich die Rückkehr des Commanders herumgesprochen hatte, gab es bereits einen Rekrutierungsschub für den Widerstand. Sie brauchen ebenso einen Anführer wie wir. Und jetzt erwarten sie von uns, dass wir die Aliens dort treffen, wo es weh tut. Ich mache mir keine Sorgen. Wir haben viele Leute, die Advent angreifen wollen. Es wird gerade erst interessant.
Ja, das ist ja jetzt praktisch das erste Mal, dass wir in dieser Staffel einen Blick auf unsere Basis werfen und wir schauen mal zum Beispiel Guerilla-Taktik-Schule, was sich da alles gemacht hatte. Da haben wir nämlich ja, einmal den Trupp auf 6 vergrößert. Dann haben wir hier die Gegend lassen einen zusätzlichen Gegenstand fallen bei Beute. Blitzangriff. In den ersten 2 Kampfrunden haben wir 3 Mobilität, solange wir doch verborgen sind. Blutvergießen. Aber wir kriegen schneller Erfahrung, und zwar 25% mehr Erfahrung bei jedem Kill. Und ja, das sind die Dinge, die wir gekauft haben. Und ja, in der Waffenkammer. Hallo, Commander. Technikabteilung. Schauen wir uns mal Technikabteilung an. Und zwar haben wir hier halt auch schon fortschrittliche Waffen. Aber das sehen wir jetzt hier nicht. Aber für die Scharfschützen, für die Spezialisten, für die haben wir schon fortschrittliche Waffen. Sie machen mehr Schaden. Und ja, für Rüstungen fehlt leider noch in die Vorräte. Aber das wäre halt super. Jetzt erforscht haben wir sie schon. Besseren Rüstungen. Und sobald wir Vorräte haben, wäre das halt ein Prioritätsziel. Die dann auch auszurüsten. Weil dann bekommen wir mehr Schutz und wir bekommen einen zusätzlichen Inventarplatz. Ja, und da bin ich schon ganz scharf drauf. Dann können wir da ja solche Gegenstände wie ein Imitationsgerät zum Beispiel mitnehmen. Also eine Attrappe, auf die die Gegner dann schießen. Oder ein Gefechtsscanner. Ich wünschte, wir hätten einen Übungssimulator für Bradford. Wenn er dieses Schiff schrottet, händige ich ihn persönlich Edwin aus. So, dann schauen wir uns doch an, wie wir hier weitermachen. Und zwar wurden wir hier von dem UFO abgefangen. Und ja, Vorratslieferung. Das schnappen wir uns. 255 Vorräte. Ah, Kontakte herstellen. Wir müssen auch mit dem Avatar-Projekt bekommen. Aber die 255 Vorräte, das ist dann das erste. Und dann hier Kontakt herstellen, um Moment. Da ist auf jeden Fall noch eine Mission. In Westafrika, Alien-Einrichtung. War noch geschützt. Da müssen wir erstmal auch Kontakte herstellen, denke ich. Ja. Okay, ja, das nochmal als Ausblick und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Mach's gut. Bye bye.